Hallo und ein herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Erna. Das ist ganz genau gesehen mein zweiter Name und nicht mein erster Name. Aber das macht nichts, weil ich diesen Namen eben so selten in der Öffentlichkeit benutze, habe ich mir gedacht, das ist ein schöner, knackiger Name, der auch einen gewissen Charme und Wiedererkennungswert hat, den ich jetzt hier auf diesem Kanal, auf meinem Kanal benutzen möchte. Herzlich willkommen bei Erna. Erna steht für mich natürlich für einige Dinge. Mit dem Content, den ich dir präsentieren möchte, dass ich da mit einer gewissen Euphorie, Energie einfach da an einem Tag bin. Das R ist für Reisende. Wir sind hier natürlich reiselustig, leben und arbeiten in Shanghai, China. Gerade im Moment mit der momentanen Situation eine ziemliche Herausforderung, kann ich euch sagen. Und ich bin natürlich nicht befreit. Ich liebe das Reisen, liebe die Ferne, liebe die Umgebungen, immer mal wieder zu wechseln, immer mal wieder woanders zu sein. Zurzeit ist das allerdings ein bisschen weniger, aber ich denke, das wird in den zukünftigen Videos vielleicht dann nochmal hier oder da aufgegriffen werden. Und es müssen ja auch gar nicht so ferne Ziele sein, es können ja auch die Umgebungsziele sein. Dann habe ich natürlich in meinem N eine gewisse Nachhaltigkeit, die möchte ich gerne hier auch in meinen Videos zeigen. Wie kann ich vielleicht als Individuum einfach ein bisschen mehr den grünen Fingerabdruck hier im Netz, wie kann ich denn Nachhaltigkeit ein bisschen mehr in mein Leben integrieren? Und nicht nur ein bisschen, ich meine, Nachhaltigkeit betrifft uns alle, dich, mich, weil wir halt eben hier auf diesem Planeten leben und natürlich versuchen möchten, den nicht nur für uns so gut und so effizient und nachhaltig nutzen zu können, sondern eben auch für unsere Kinder. Und dann A für authentisch. Ich drehe diese Videos hier zum Spaß. Also es ist wirklich ein reines Hobby. Ich bin keine perfekte Bildbearbeiterin, keine perfekte Schnittbearbeiterin, geschweige denn mit Ton und. Ich mache das hier echt just for fun. Ich lebe und arbeite seit 2011 in Shanghai, China. Ich gestalte, designe und kreiere unglaublich gerne. Ich habe Kunst und Design an der Universität Wuppertal in Deutschland studiert und habe da drin auch einen Bachelorabschluss. Zudem habe ich auch noch als gestaltungstechnische Assistentin in verschiedenen Werbeagenturen, Filmproduktionen gearbeitet. Jetzt könnte man meinen, hey, auf der einen Seite erzähle ich was vom Hobby, auf der anderen Seite erzähle ich dann auf einmal, was ich da alles so gelernt habe. Ja, aber ich habe halt schon Ewigkeiten nicht mehr im Bereich Filmproduktion gearbeitet. Von daher fühle ich mich da einfach auch noch ein bisschen unsicher. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einige andere YouTube-Kanäle hier, die einfach phänomenale Videos produzieren, an die ich jetzt erstmal so auf dem ersten Schritt zumindest, auf die ich jetzt erstmal so auf dem ersten Schritt zumindest nicht herankommen werde. Und auch nicht zeitlich herankommen schaffe. Das muss man ja fairerweise auch gestehen. Ich bin seit 2019 Mama eines kleinen Sohnes. Er ist jetzt zurzeit 11 Monate und 3 Wochen alt. Genau, 11 Monate und 3 Wochen alt. Gott, wie die Zeit vergeht. Und er wird bestimmt das ein oder andere Mal ins Bild huschen. Ich muss aber gleich an dieser Stelle gestehen, dass ich meinen Sohn hier nicht publizieren möchte und ihn auch nicht öffentlich kenntlich machen werde, sondern natürlich ihn dann zensiere bzw. ihn gar nicht erst zeige. Also ich versuche die Aufnahmen so zu gestalten, dass sie für dich auf jeden Fall ansprechend sind und du trotzdem aber was so mitbekommst. In meinem Kanal wird sich alles rund um Kreativität drehen, sprich vor allen Dingen alltägliche Situation, wo kann ich Kreativität in meinen Alltag einbauen, wo kann ich nachhaltige Kreativität vielleicht sogar in meinem Alltag einbauen, was kann ich vielleicht selber tun, um ein bisschen kreativer zu sein. Es soll auch so ein kleines Inspirations-, Motivationsvideo werden, also in verschiedensten Bereichen, genauso wie meine Fensterdeko, die ich da so gestaltet habe in meinem letzten Video. Ich versuche diesmal hier zu verlinken, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, mal gucken. Und ja, jetzt die nächsten Videos werden so ein bisschen was rund um China sein. Dann wird auch so ein bisschen was rund um das Thema Shanghai sein. Dann das Leben hier im Ausland. Wie gestaltet sich das? Wie ist das so als Expatriate im Ausland? Gewisse Kinderspielzeuge eingehen. Ich habe ja einen kleinen Sohn, das beschäftigt meinen Alltag.
wie kann ich das Kind kreativ ein bisschen mehr unterstützen? Ich habe ja auf meinem Kanal Erna Art, Design, Sound und Movie. Movie, das seht ihr hier. Ich werde aber auch so ein paar künstlerische Filme, so meine ganzen Herzprojekte eben hier veröffentlichen und eben auch mein künstlerisches Schaffen hier veröffentlichen. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Mal gucken, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Wie gesagt, abonnieren ist kostenlos. Daumen nach oben ist kostenlos. Kannst du ja einfach dann überlegen, ob du es machen möchtest oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal freuen. Wie du siehst, ich bin auch noch nicht reich an Abonnenten. Das ist wirklich ein ganz frischer, junger Kanal. Und ich habe das ja schon erwähnt. Ich sehe das als Hobby. Das ist meine Freizeitgestaltung. Ich habe zurzeit viel Freizeit. Mal gucken, ob diese Freizeit auch noch bleibt, wenn dann hier wieder alles auf Betriebswärme geht. Genau, also auf meinem Kanal wird sich alles zum Thema Art, Design, Sound und Movie drehen. Sound, ich werde zum Beispiel vielleicht hier oder da mal etwas vorstellen, was so ganz kreative Dinge angeht. Mal gucken, wann ich dies tun werde. Ich habe da so meine geistige Vorstellungskraft schon. Ich habe, glaube ich, mehr Gedanken im Kopf, als dass ich tatsächlich diese alle so schnellstmöglich hintereinander abarbeiten kann. Ja, also, ich bin verheiratet seit 2011, lebe seit 2012 in Shanghai, China und habe seit 2019, bin ich stolze Mama eines kleinen Sohnes. Mein Sohn ist ein ganz besonderer Lebensabschnitt für mich. Ich sag mal so, das sagt wahrscheinlich jede Mama, aber es fiel uns nicht leicht, ein Kind zu bekommen. Wir haben das Kind über medizinischen Wege bekommen dürfen nach 8 Jahren Kinderwunschzeit. Das ist, glaube ich, schon etwas, gerade so, als ich selber in dieser Kinderwunschphase war, was mich ein bisschen beflügelt hatte, eben YouTube-Videos jetzt hier zu drehen und zu machen und hochzuladen, weil ich es sehr prägend, auch sehr, ja, wie kann ich das jetzt eigentlich mit einem Wort sagen, einfach unbeschreiblich mutig von den Frauen fand, dies zu gestehen und dies auch hier zu veröffentlichen und mitzuteilen, wie es denen geht. Also sehr viel emotionale Stärke bedarf es dabei, so ein Video zu drehen und so ein Video hier hochzuladen. Weil ich merke selber, dass ich darüber nicht so gerne spreche und dass ich darüber auch vermutlich jetzt erstmal nicht kurzfristig ein Video drehen werde. Genau, also ich hoffe, du interessierst dich für meinen Kanal. Ich hoffe, du bleibst dabei. Ich bin Jahrgang 86, also im Moment aktuell 33 Jahre alt. Ich bin ein absoluter Spätzünder, aber es lag daran, dass ich wirklich mich nicht getraut habe, jemals zuvor ein Video hier hochzuladen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ganz, ganz viel Spaß mit meinen zukünftigen Videos. Solltest du natürlich an der Stelle noch irgendwelche kreativen Ideen haben oder aber auch irgendwo in der Schule vielleicht im Kunstbereich, im Designbereich gerade so deine Schwierigkeiten haben, kannst du mir gerne in den Kommentaren dazu ein paar Informationen hinterlassen, damit ich vielleicht dies aufgreifen kann und dann darüber ein Video drehen kann. Weil, wie gesagt, ich habe ja Kunst und Design eben studiert und kann dazu noch mal ein paar Hacks auch auf den Tisch legen, wenn du das möchtest. Genau. Jetzt an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit draußen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!